Freunde, spannendes Thema. Herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, bekannt auch als Mr. T. Und zwar, ja, wir haben alle, jeder, mehr oder weniger, sozialen Stress in Form von, ja, in der Familie Stress, im sozialen Umfeld Stress. Wir können im Job Stress haben, ob wir jetzt selbstständig sind oder Angestellten, das ist dahingestellt. Es gibt immer Phasen, wo wir manchmal mehr, manchmal weniger Stress haben. Manche Menschen haben sehr, sehr viel Stress, weil sie einfach einen Beruf haben, wo sie ganz viel Verantwortung haben, wo sie ganz viel Entscheidungen pro Tag treffen müssen und diese Entscheidungen natürlich auch gewichtig sind, manchmal auch mit sehr hohem monetärem Gewinn oder Verlust in Zusammenhang stehen. Und da ist es gut, wenn man eine gute Stressresilienz aufbaut. Das heißt, wenn man sozusagen stressstabil ist. Was ist überhaupt Stress? Stress kann natürlich auch positiv sein. Es gibt positiver Stress, es gibt negativer Stress. Ganz einfach, negativer Stress ist es dann, wenn es sich für mich schlecht anfühlt. Wenn ich mich abends völlig ausgelaugt fühle, wenn ich mit Menschen harte Gespräche geführt habe, wenn ich mit Menschen Ärger habe, dann entsteht im Laufe der Zeit negativer Stress. Und durch viel Arbeit, durch viel Entscheidung, durch wenig Freizeit kann natürlich ein hoher Stressumsatz entstehen. Und dann kann ich natürlich sagen, ich nehme einen Zauberstab, mache Ding und dann ist der Stress weg. Geht nicht. Also, was bedeutet es, wenn man weiterhin in seinem Job stabil bleiben möchte, bedeutet das, dass man eine hohe Stressresilienz aufbauen kann. Und dazu gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, um diese Stressresilienz aufzubauen. Das wäre einmal natürlich auch wieder hier ganz klar der Faktor der Ernährung, dann natürlich auch wieder der Faktor der Bewegung und natürlich auch nochmal der Faktor von Achtsamkeitstraining, von Entspannungstraining, von sozusagen auch Meditation. So, im Bereich der Ernährung ist natürlich ganz klar, dass hier regelmäßig gegessen werden sollte, dass man natürlich so weit wie möglich gesunde Lebensmittel zuführt, dass man darauf achtet, dass die Lebensmittel sogar wenn möglich bio sind, sodass nicht noch zusätzlich durch die Lebensmittel auch noch Schadstoffe dem Körper zugeführt werden, was den Körper auch noch zusätzlich stresst. Aber natürlich ernährungsweise. Da habe ich aber schon mal ein Video drüber gemacht zum Thema Ernährung. Heute kommen wir mal Stressresilienz, wie kann ich die aufbauen? Was ist da wichtig? Da ist natürlich auch mal wichtig, dass man zum Beispiel regelmäßig Ausdauersport betreibt. Ausdauersport mindestens in der Woche 3x30 Minuten. Dabei muss man nicht in den 30 Minuten Marathon laufen, sondern da ist es ganz gut, wenn man diese 3x30 Minuten zum Beispiel moderates Tempo gehen, schnelles Gehen oder auch ein leichtes Joggen im Wald macht, im natürlichsten Habitat des Menschen. Weil nachgewiesen ist tatsächlich, dass wenn wir uns regelmäßig in das natürlichste Habitat des Menschen begeben, das natürlich schon von vornherein durch diesen Einsatz im Grün, im Wald, der Stresspegel runtergeht. So, wenn wir regelmäßig daran arbeiten, bauen wir natürlich auch bedingt dadurch, dass wir uns Achtsamkeitszeiten nehmen und natürlich hier im natürlichsten Habitat uns aufhalten, dass da natürlich eben in der Zeit, wo wir Stress haben, wir stressresilienter sind, weil wir uns Auszeiten gönnen. Einmal. Das zweite ist natürlich ganz klar, Yoga zum Beispiel, weil Yoga ist ja auch wieder eine Art von Meditation, eine Art, im Hier und Jetzt zu sein. Dann natürlich Meditation im klassischen Sinne, dass man sich in eine bequeme Stellung begibt, dass man darauf achtet, dass man im Hier und Jetzt ist, dass man auf die Atmung achtet, entsprechende Atemtechniken nutzt. Es gibt natürlich auch, wie ich selbst praktiziere, sogenanntes Herzvariabilitätentraining. Da geht es auch darum, dass man im Hier und Jetzt ist, dass man guckt, dass die Herzvariabilität in einem angenehmen Bereich ist, dass die Herzkohärenz hoch ist und auch diese Auszeiten, die ich jetzt zum Beispiel für mich persönlich dreimal am Tag mache, morgens 5 bis 10 Minuten, mittags 5 bis 10 Minuten, abends definitiv immer 10 bis 15 Minuten, auch die sorgen wieder dafür, dass ich natürlich ein inneres Gleichgewicht hinbekomme, dass mein Stresshormonspiegel sinkt und ich bedingt durch die gesunde Herzkohärenz natürlich auch dann, wenn es stressig wird,
eine viel höhere Stressresilienz habe. Zusätzlich natürlich kann man natürlich auch mit Supplementen arbeiten, dass man ausreichend Vitamin D hat, dass man ausreichend Magnesium vorhanden hat. Was haben wir denn noch? Dass man ausreichend in Form von Omega-3-Fettsäuren vorhanden hat. Also Stressresilienz ist einmal, dass ich mich im Bereich der Bewegung um meinen Körper kümmere, dass ich bedingt durch eine höhere Leistungsfähigkeit, durch einen ausgeglichenen Hormonhaushalt in Form von Aktivierungs- und Entspannungshormonen dafür sorge, dass ich eine größere Stressresilienz aufbaue. Zusätzlich natürlich einmal über die Ernährung und natürlich auch wieder ganz klar über die Achtsamkeit. Also drei Pakete, die dafür sorgen, dass wir natürlich stressresilienter werden. Lass mich überlegen, ja, das wäre für den Einstieg mal alles gewesen. Wenn ihr dazu sagt, das hört sich sehr interessant an und da würde ich gerne noch mehr hören, dann sagt einfach Bescheid, schreibt es mir in die Bemerkung rein, denn ich habe einen Resilienztrainerschein gemacht, genauso wie den Burnout-Präventionstrainer und da gibt es natürlich noch ganz viele Punkte, die man ansprechen kann, aber wie gesagt, das würde natürlich so ein Video in die Länge ziehen und wenn ihr da mehr Informationen haben wollt, dann sagt einfach Bescheid, da kann ich mir einzelne Themen rauspicken und kann dann nochmal ein Video dazu machen.